Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Brickforce. Ja, hier im TS habe ich auch noch einen dabei, denn ich glaube, dass ich der echte bin. Ja. Er nennt sich Block Boost. Er war auch schon mal bei Ploxy zu Gast. Ja, also eigentlich schon ganz oft. Also schon ganz oft, sagt er. Jo. Und wir spielen hier gerade auf der Map Sniper, die kennt wohl jeder, mit der Thunder 18K. Ja genau, ich habe nämlich hier auf dem von Raptor.com diesen einen Code eingelöst, womit man jetzt die Thunder 18K bekommen konnte, indem man einfach 24 Stunden Brickforce laufen gelassen hat und dann so einen Code bekommen hat. Ja, das dauert ja jetzt immer länger, ne? Weil das jetzt umso mehr machen. Das Schwierigste, bei Raptor.com war natürlich, war das Void Pack von Warframe. Das war am Ende nur noch hier, vor ein paar Stunden war das gerade mal noch 100 Mal zu bekommen. Jetzt ist es wahrscheinlich schon weg und ich habe es ein Glück dann noch geschafft, das zu bekommen. Und dabei musste ich noch 10 Stunden Spielzeit verbringen. Das war heftig. Ja, also jetzt mit der Golden AK dauert das ja auch schon mittlerweile 36 Stunden. Aber was ein richtiger Vorteil ist zu dieser Aktion ist, die Thunder 18K, die man durch den Code bekommt, die ist unzerstörbar, also die braucht man nicht reparieren. Ja, das ist wirklich gut. Also wenn man sich die jetzt im Shop gekauft, die gibt es ja auch jetzt beim Shop, ne? Und die Goldene Mamba auch nicht. Ich habe mir ja früher mal gekauft für 10.000 Tokens, die Thunder 18K. Bloß ich finde die Aktion richtig gut, auch wenn ich die schon vorher gekauft habe. Ich kann jetzt wenig sagen, ich bin der Typ mit zwei 18Ks. Eine voll kaputt und eine heile. Jo. Ich werde die eine auch noch extra kaputt spielen, damit ich das sagen kann. Ich bin so eine ganz normale und eine Cheater 18K. Ja, man kann sagen, ist ein Cheat, so einen Code einzugeben, weil durch einen Code bekommt man extra Vorteile und das ist anders übersetzt auch ein Cheat. Ja. Weil eine Definitions-Cheat ist so auch halt. Weil Cheat ist einfach, gib irgendeine Tastenkombination ein und dann bekommst du irgendwelche Bonis. Und das ist ja mit einem Gutscheincode auch so. Auf welchem Play bist du eigentlich? Auf dem Play Fun. Du bist gerade auf US-Server. Ja. F steht für... Moment, nein, wie ging das? F steht für Feuer, das wütet und lodert. U steht für Unfair und Kampf. N steht für nukleares Waffenarsenal. Mit dem... F steht für Freunde. U steht für uns und dich. Aber irgendwie sollte man diesen Song noch einmal weiterführen. Mit nuklearen Waffenarsenal, mit dem man die Welt ausrottet oder sowas. Oh, die Server wollen wieder nicht wechseln, man. Server schon wieder lecken, Alter. Hier, auf EU. Na, der US-Server ist recht stabil. Auch wenn ich jetzt unendlich viele Sachen offen habe mit dem Browser und so, die auch Internet fressen, läuft es auch immer noch recht flüssig. Oh, bei dir. Ja, bei mir läuft's flüssig. Und das ist Hauptsache. Ich hätte ja beinahe... hätte Brickforce ja auch beinahe mal aufgehört, weil es einfach nicht mehr abspielbar war. Also ich hätte schon fast... Also Brickforce ist bei mir schon öfters bei dem Punkt gekommen, wo es fast aufgehört hätte. Nur noch ein kleiner Filzchen Negativität und dann hätte ich es aufgehört, aber so weit ist es nie gekommen. Zum Super-GAU. Boah, ich weiß schon. Weißt du was, ich nenne dieses, wir nennen dieses Let's Play nukleares Gameplay mit Blockboost. Oder ja, Atombomben. Genau. Oder radioaktive Verseuchung mit Blockboost oder sowas. Ja, oder gegen geblockt. Und hier werfe ich noch meine Atombombe auf den Typen da drauf, die überhaupt keinen Schaden macht, weil die schon kaputt, total kaputt ist. Und ja, übrigens, ich habe hier die Hydra-Armbrust, eine Secondary,
Die schießt drei Pfeilchen auf einmal, hier um zu sehen. Hier, 1, 2, 3 Pfeilchen auf einmal. Mit jeweils 15 Schaden. Mal gucken, ob wir hier jemanden treffen. Komm schon, dich treffe ich. Mit der Pistole. Was für Granaten hast du eigentlich? Auf welchen Server? auf US. Nur die, wie heißt es, die Boomers. Und eine 14-Tage-Version der Big Bangs. Diese Gift wird da soll ja so geil sein, aber die wird auch wahrscheinlich jeden Laptop zum Einsturz bringen. Besonders, dass sie übelst overpowered sind. Die sind ja noch schlimmer als die Snowballs. Oh ja. Weil der Rauch macht ja noch Schaden dazu. Ja, das ist ja mal geil. Und der Rauch ist genauso groß wie bei den Snowballs. Das ist heftig. Ja. Okay, jetzt habe ich insgesamt schon 19.000 Force-Punkte. Das Schwert sollte ich mal antesten. Was? Willst du antesten? Wo, ich spiele jetzt einfach mal mit der Armbrust. Mit der Hornissen-Armbrust. Und die andere hier heißt tatsächlich Hüter-Armbrust, obwohl es eine Secondary ist. Ja, so eigentlich. Und das ist ein unfairer Raum. Was? So eigentlich richtig nice, oder die Hydra-Armbrust? Ja, als Secondary ist sie schon richtig nice. Macht also, wenn man die voll upgradet, hat die durchaus Potenzial. Und das nur für eine 4-Sterne-Waffe? Ist in Ordnung. Kann man, weißt du, ob die Adler-Armbruster eine Sniper ist, oder ist das keine Sniper? Was für eine... Was nochmal? Adleraugen-Armbrust. Die Adleraugen-Sniper? Ja. Also, ob das eine Sniper ist. Also... Die man im Shop kaufen kann? Ja, die man im Shop kaufen kann. Ja, das ist dann ein Sniper, wenn sie unterweichreichend ist. Ach so. Ach ja, das war jetzt immer wieder schlecht von mir. Aber ich bin gespannt auf so eine Ananasbombe. Bei so einem Levelaufstieg also auch bei Levelaufstieg bekommt ihr jetzt immer so eine Anzeige, wo gesagt wird, was man jetzt freigeschaltet hat. Und da war als eine Waffe aufgelistet, nämlich eine Ananasbombe. Da bin ich ja gespannt, was das werden soll. Ob jetzt eine ob das jetzt wohl eine Splittergranate wird, ungefähr so Ananasbombe, die explodiert erst einmal und dann noch kommen so drei Ananaskerne, die dann noch extra explodieren. Ich würde sagen. Oder es ist wie bei SpongeBob, man wirft Granate und dann wird auf einmal eine ganz große Ananas und fängt dann die Gegner an. Und die explodiert dann. Bäm! Alle, erstmal alle Computer eingestürzt. Genauso, Brickfoss. Genauso weitermachen, Brickfoss. Ist halt super. Dass man einfach immer noch weitermacht mit solchen Nades. Besonders, dass man die jetzt auch Free-to-Play rausbringt. Also gratis zu kaufen, diese Gift-Nade. Dass die jetzt ab sofort jeder haben kann. So und das sofort. Das ist doch krass. Aber ich finde das auch ein bisschen mit der Level-Beschränkung. Also für Typen, die jetzt gerade neu anfangen, ist es bestimmt voll ätzend. Besonders, dass die besten Free-to-Play-Waffen für Token jetzt sind. Zum Beispiel die Hurricane oder die Bronto. Die Einsteigerwaffen. Also die Bronto besonders. Die kauft man sich als erstes. Also eine der ersten Waffen nach der Wasp kauft man sich die Bronto, weil die einfach ultra ist. User join your channel. Ey, du bist im Let's Play. Wer? Ihr alle, die jetzt im Raum seid. Warum? Ich mach Let's Play. Wer ist ich? Willst du irgendwo anders hingehen oder so? Cedric, das Machst du LP oder was? Ja.
Ach, Dr. David! Also Dr. Ja. David war gerade noch auf Dings-Server. Dr. David ist jetzt sogar im Let's Play, ein Feature-Gast. Dr. David, warst du nicht eben auf Major-Server? Ja, Clant. Da ist er, der Dr. David. Ja. Ey, Mika, wie sich das anhört, Alter, wenn du sprichst, wie sich das anhört. So, ne? Aber Dr. David ist auch schon richtig Fame geworden durch Big Force. Ach, ja. Und keiner kann mich kicken, ich kann es immer weitermachen, mein Spaß. Boah, Alter. Muss ich jetzt etwa ab 16 Zeichen hier auf mein Let's Play drauf machen? Wegen deiner Einlage. Ich hab. Wie kennt ihr Play 4 Raum 11? Play 4 Raum 11. 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 Ja, okay, wir haben es verstanden. Ey, ich komm vielleicht in Pressi. Pressi? Du willst ja, jetzt schon Kinder machen? Ja, nein, Pressi. Oh, ich bin drin, ich bin drin. Ich spiele jetzt gerade Minecraft. Auf LHF. Minecraft. Ja. High Quality. Nein, The Hive. Kennst du den Server? Nö. Ich kenne mich mit Minecraft überhaupt nicht aus. Was? Den solltest du es aber dringend lernen. Nö, das Spiel ist langweilig, das zu spielen. Beziehungsweise sich Let's Plays davon anzugucken, ist übelst langweilig. Ich habe ja selber mal Let's Plays von Minecraft gemacht, ein Stück. Ich habe mir angeguckt und es war langweilig. Deswegen habe ich dann aufgehört. Und den Kleinbocker. Lol. Na, wenn ich mir selber was angucke, was ich selber gemacht habe und es selber total langweilig finde, wieso sollte ich dann sowas noch weitermachen? Ja, ein bisschen gezwungen werde ich von meinen Abonnenten, dass ich Drakensang online weitermache. Cedric, ich habe mir letztens voll viele Pick-and-Win-Videos von dir angeschaut. Und? Nice. Und? Nice. Yeah. Das kam gut. Der kam gut. Nice. Cedric, du musst mal wieder ein Pick'n'Win machen. Letztlich kam noch ein Pick'n'Win. Wann denn? Am Freitag. Gestern. Ey, ich hab jetzt schon über 100 Abos. Ich hab schon über 500 Abos. Hast du was gewonnen? Cedric, hast du was gewonnen? Müsste ich jetzt nachgucken, aber keine Ahnung, ob ich was gewonnen habe. Ach genau, ich hatte diesen 3 Waffen gewonnen, die ich testen kann. So. Also sind zwar nur Nahkampfwaffen, aber die Nahkampfwaffen scheinen wohl auch übelst overpowered gemacht zu werden sein. Tun. Sein Tun machen. Werden. Ja, ich meine ein Schwert mit 160 Schaden, ne? Du hast das Schwert bekommen? Ja, ich hab das Schwert bekommen. Jocham. Oh, wir haben hier einen Zauberer. Cool. Oh cool, ich komme vielleicht in Prestige. Aber ich will unbedingt den Drachenstab haben. Wenn es sein muss, werde ich mir dann wahrscheinlich auch Tokens dafür kaufen. Weil der schon soll richtig cool sein, der Drachenstab. Alter, ich überlebe bei Bleach gerade vor lange. Nicht den Spielmodus Bleach. Egal, ich weiß drauf. Kennt jemand? Ja, Mann, mit Schränke! Alter, ich hab Premium, Digga. Ich fliege ja so easy weg. Kennt jemand von euch in das Game Bill? Alter, ich... Ja, das ist scheiße. Die Grafik ist so fuck Hawks, Alter. Von welchem Spiel? Voll scheiße, ne, Alter. Das ist so real, Mann. Das Spiel rechts und links, Digga, eine Schelle sofort, Alter. Welches Spiel? Gar nicht. Skill. Aber rechts und links. Oh, jetzt geht's auf, Digga, gegen Prestige, Alter. Ich liebe Hornet, glaube ich, oder? Welche Waffe? Skill muss ich demnächst auch mal antesten. Welche Waffe? Egal, Hornet. Hornet ist drauf. Oh, mach's grad ein Testmatch. Alter, also, bei den letzten dreien ist das geil bei Spleech. Och, Manu. Mein Spielmodus bei rein. Also ich muss sagen, die Hornissenarmbrust und die Hydra-Armbrust
Die sind schon richtig geile Waffen. Ja. Besonders allein vom Aussehen sehen die richtig cool aus. Nein. Tot. Ah, ich bin bis zu den letzten drei gekommen, Alter. Ey! Aber ich verstehe nicht, wie man bei der Ada Augenarmbrust anvisieren kann. Rechtsklick und dann kann man anvisieren. Ja, die hab ich ja vorher abgearbeitet, so ein Arsch! Wie der rumschreit, ey, ne? Alter, der kann gar nichts! Den hab ich vorgearbeitet! Ich hab den vorgearbeitet! Wahrscheinlich kommt jetzt im Video so eine Aufschrift mit Rage Mode. Kind auf Droge! Tötet es! Alter, und schon ist der Server voll innerhalb von einer Sekunde. Alter, sie haben die von der 18k billige gemacht. Die kostet nur noch 8000 Tokens. Kann man die jetzt wieder kaufen? Und die Mama kostet. Und die Mama Gold kostet jetzt nur noch 9000 Tokens. Die haben die billige gemacht. Mama Gold ist besser als M18K. Bei 3 Mann, jetzt halt eure Fresse, ihr scheiß Prestige. Ihr denkt, ihr seid die Babos hier, ne? Ja. Tötet es, bevor es Eier legt. Oh ja. So. Oh, es gibt hier. Boah, hier gibt's kaum Maps, die man spielen kann auf diesem Server. Das ist doch ätzend. Ich will wieder auf den Beginner-Server rauf. Weil auf dem Veteran-Server ist nichts los. Hey, leck mich, ich snipe. Bist du S3? Ja, ich spiel S3. Aber ich könnte noch einen Jump'n'Run machen. Ich zocke gerade Bleach. Ja, klar, immer zu zweit, Digga! Okay, jetzt geht das herumgeschrei von diesem einen Kiddie auf den Sack. Oh, das ist so niedlich. So niedlich. Ich bin ja auch niedlich. So niedlich, wenn kleine Kinder ausrasten. Ja, ich bin auch kleiner. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal. Das war's für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und jetzt haben die letzten Worte jeweils ein Wort, die anderen. Alter, wie genial, ey, das habe ich sogar auf Video. Raus! Raus! Nein, das ist so ultra geil. Okay, ich kann nicht mehr. Boah, wie geil. Guck mal, wenn man seinen Vater rein. Nein, das ist so geil! Jetzt hast du es verspielt, Digga! Jetzt hast du es verspielt, Digga! Er schreit ja die ganze Zeit nur rum und dann kommt sein Vater rein und mault ihn an! Es ist so genial! Weißt du was? Die Folge nenne ich tatsächlich lieber Agro Kiddy Senkams Agro Dad. Oh mein Gott! Jetzt hast du es verstanden. Alter. Mann, das ist so geil. Okay, dann müssen wir das Let's Play jetzt auch einfach hier vorbei. Letzten Worte haben die anderen beiden Gäste. Oh, ich bin ein Holzblock. Wie gerade so ein Spielmodus, sondern ich bin ein Holzblock. Tschüss. Also ich hab nur noch 10 Sekunden. Dann suchen mich die Leute, aber die werden mich nie finden, denn ich bin ein Holzblock.